Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, jetzt ist die Frage, der geht da unten drin. Geht hier unten drin. Die Frage ist, was finden wir jetzt hier? Will ich hier überhaupt suchen? Das ist ja schon die nächste Frage. Ja, gut, jetzt sind wir drinne. Ah, guck mal. An dieser Wand ist das Zeichen der Verborgenen. Und unten ein kleiner Schlitz. Offen. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Okay. Mädchen, einfach tauchen. Einfach nur tauchen. Eigentlich so weit rüber? Ja, aber. Na, jetzt warten wir mal, bis das da weg ist. Da gibt es ein Buch, okay. Goldene Flamme. Befestige einen Sprengsatz an den Gegner, der nach kurzer. Okay. Brauche ich nicht. Die Verborgenen haben ein Hort nahe Paris. Ich sollte nach den Schlüsseln suchen. Mit dem Rückzug der Bruderschaft aus Britannia nach dem Tod von Imperator Honorius findet auch unsere Arbeit hier in Paris ein Ende. Der kalte Wind, der von Britannia hier herüberweht, hat unsere Küsten erreicht. Wie Magister Vitus sagte, müssen wir uns zurückziehen, neu formieren und uns den Orten widmen, wo man uns am dringendsten braucht. Alle Verborgenen werden angewiesen, Paris umgehend zu räumen. Das Bruderschaftshaus wird versiegelt und die drei Schlüssel werden in den Ruinen von Champleu, Divodurum und Gisei versteckt. Vielleicht werden sie in Zukunft, wenn die Missverständnisse vergessen sind, von anderen benötigt. Vitus heißt alle, die diese Reise auf sich nehmen, im Bruderschaftshaus in Colonia willkommen. Alle, die sich dafür entscheiden, werde ich dort wiedersehen. CC. Aber hier ist jetzt nicht weiter, oder? Okay. Das haben wir jetzt hier geschafft, okay.
So, wir haben ja jetzt hier den Aussichtspunkt geholt, ja? Gut. Hier ist noch Verborgene. Hier wird es mir jetzt ja nicht mehr angezeigt. Und hier ist noch was. Das ist Paris hier, ne? Ja. Okay, Raubzüge haben wir hier hoch. Die Frage ist, was bringen uns die Raubzüge? Haben wir hier ein ähnliches System wie in Irland? Hier irgendwelche Sachen hier, die uns wieder... Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten hier gerade. Hier. Also du kannst hier so Sachen machen, wie hier diese ollen komischen Rebellenaufgaben. Aber wofür? Weißt du, die Rüstung, die wirst du nie anziehen. Nur um diese Rüstung zu bekommen? Neues Land. Wir werden immer langsamer. Warum wirst du denn langsamer? Wir haben noch 700 Meter bis dahin. 700 Meter. Mach ein bisschen Yang. Warum muss ich denn hier langsam reiten? Boah. Ich habe immer noch nie rausgefunden, was für eine Stimme das ist. Vielleicht hat die irgendeiner von euch. Eventuell finde ich es bis dahin raus, aber... Das Schlimme ist, du hast es im Kopf. Du spulst diese Sprache in deinem verdammten Schädel ab. Das ist das Schlimme eigentlich an der Sache. Junge, warum ist denn das so langsam? Habt ihr krass geraucht oder was? Oh, am liebsten würde ich verjacken. Schlecht. Die Musik hat auf jeden Fall was von Witcher. Mehr so aus dem Hauptteil von Witcher, hier so Valen oder sowas, wenn du da durchgeritten bist. Nicht mal was hier so was Fröhliches wie bei Blood and Wine oder sowas, wisst ihr? Jetzt sind wir wieder hier woanders. Jetzt ist, oh, das ist ja zum Erbrechen. Verschollene Königin, ja. Du mich hoch. So doll kann es dir alles ja nicht sein, wenn die hier alle nur am Heulen sind. Was ist denn du? Spring da hoch, da du Eule. Ihre Religion hier. Nur am Heulen, am Rumzetern. Ich komme ja wirklich. Also, wenn diese Bum-Bum nicht wäre, aber diese. Das Original Witcher-Musik. Junge. Da schon abgeguckt. Das macht mich irre, weil ich die ganze Zeit Witcher im Kopf habe. Oh. Also ich muss sagen, bis jetzt Paris, ich war immer begeistert, aber irgendwie, irgendwas macht mich an diesem Spiel hier gerade wahnsinnig. Wo ist denn hier? Da ist was. So. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Erkundungsgebiet. Suche nach Informationen der Königin. Hier? Setz dich irgendwo hin. Die kleine Mutter wird gleich anfangen. Das finstere Wasser umgab mich. Dann brach sein heiliges Licht durch und oh, der Glanz seiner Herrlichkeit. Ihr kennt das Wunder des heiligen Taurinus,
der ein verbranntes Mädchen zurück ins Leben holte. Als Kind wurde auch ich verbrannt und war dem Tode nah. Doch an seinem Altar erschien der Heilige, berührte und heilte mich. Die Zeit konnte seinem heiligen Körper nichts anhaben. Er berührte mich, auf dass ich euch berühren möge. Loki höchst selbst könnte keine bessere Geschichte erzählen. Gott ist das Licht. Doch was habt ihr in seinem Licht getan? Ihr achtet nur auf euren Weg und habt euch in der Dunkelheit verirrt. Der Teufel hat Besitz von euren Gedanken, euren Herzen, euren Körpern ergriffen. Niemand ist sicher, egal ob Bettler, König oder Königin. Wählt heute noch, wem ihr dienen wollt, denn das jüngste Gericht naht. Und mit ihm entweder Deliverance oder ewige Verdammnis. Lasst uns beten. Die sehen alle gleich aus. So ein Klonprogramm. Weg. Diese kleine Mutter weiß etwas über die Königin. Ich muss sie finden. Hatte niemand meinen Mann gesehen? Er hätte doch längst vom Ritual zurückkehren müssen, oder nicht? Du scheinst besorgt. Ja, wegen meines Mannes. Er ging zur Deliberanze und ist noch nicht zurück. Es sind Tage vergangen. Oh, es ist alles meine Schuld. Erzähl mir von dieser Deliverance. Mein Mann wollte mich verlassen, obgleich er mich liebt. Der Teufel muss in ihm gefahren sein. Wir schickten ihn nach Aquila für das Ritual der Deliberanze. Die kleine Mutter sagte, es würde den Teufel vertreiben. Die Rituale finden in Aquila statt? Ja, am Heiligtum der kleinen Mutter. Oh, mein armer Mann. Glaubst du, er ist wohl auf? Sei immer auf das Schlimmste gefasst und bete zu deinem Gott für das Beste. Oh, ja. Ich muss beten. Ich sollte nach Aquila, wenn dort diese Rituale durchgeführt werden. Da oben ist irgendwas. Irgendwas ist da oben. Ohne Scheiß, die Musik macht mich wahnsinnig. Das fühlt sich falsch an. Diakon, gleich südlich von Ebrokas entlang eines Pfades, der an dieser verfluchten Taverne vorbeiführt, wirst du mein kleines Haus finden. Es steht seit einiger Zeit leer, da meine Arbeiten mich hier in Aquila festhält und muss gereinigt werden. Achte besonders auf den Keller, der anfällig für Überschwemmungen ist. Störe den dortigen Akolyten nicht. Er wird auf die Erlösung vorbereiten und braucht vollkommene Einsamkeit, um sein Zwiegespräch mit Gott zu führen, kleine Mutter. Da ist eine Schenke. Vielleicht weiß dort jemand, wo ich die kleine Mutter finde. Okay, werden wir mal gucken hier. Hier ist die Schenke. Schankwirt, ich bin neu hier. Kannst du mir etwas über die kleine Mutter sagen? Oh, diese Trinker sprechen über nichts anderes als ihre Rituale. Für die Deliveranze. Hab ich recht, Bastian? Du versoffener Schwätzer?
Setz dich, Nordling. Bastien zahlt und er wird dir alles darüber erzählen. Nicht wahr, Bastien? Ja, das bin ich. Bastien, der Schwätzer, Bastien, der Betrunkene. Und nicht zuletzt Bastien, der Rundengeber. Was, Schankwirt? Setz dich, Nordling. Ich geb dir einen aus. Du hast uns etwas voraus, Nordling. Wo kommst du her? Ich komme gerade aus Melidunum. Melidunum? Aber du gehörst nicht zu Siegfried, oder? Ich bin nur auf der Durchreise. Dann reise nicht durch Aquilar. Da bringen sie die armen Seelen für ihre Deliveranze hin. Nicht, dass sie dich auch holen. Erzähl mir von der kleinen Mutter und dieser Deliveranze. Sie macht uns viel Arbeit, das kann ich dir sagen. Und seit sie diese gefangen hat, ist es noch schlimmer. Psst, Bastien, misch dich nicht in Gottes Angelegenheiten ein. Eine Gefangene? Jemand, der dem König nahesteht, sagt man. Eine Frau ist es. Mein Gott, Bastien! Aber darüber dürfen wir nicht sprechen. Gott könnte uns hören. Trinkt aus, Freunde! Bastien bezahlt! Bastien ist ein Idiot. Die kleine Mutter gönnt uns keine Ruhe. Wir arbeiten Tag und Nacht. Ich finde keinen Schlaf. Da sind schon wieder Ratten drinne. Alter, die Musik macht aber auch schläfrig hier. Ich habe so die Befürchtung, dass diese DLC nicht so pralle sein wird. Ich weiß nicht warum, aber eliminiere die kleine Mutter. Die kleine Mutter zu finden. Ich sollte mich verkleiden. Je weniger Blicke ich auf mich ziehe, desto leichter wird es sein, die Königin zu finden. Ja, aber warum verkleiden? Was will sie denn jetzt verkleiden? Also als was verkleiden? Jetzt ist schon wieder. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall der Schlüssel der Wache. Er wird irgendwas in der Nähe öffnen. Hier jetzt auf jeden Fall runter. Der Dunst riecht nach Blut und ich habe den Geschmack von Eisen auf der Zunge. Okay. Christliche Särge. Die meisten sind ziemlich alt.
Aber dieser ist neu. Was soll mir das jetzt sagen? Ja, ganz schön laut, Alter. Ist er da? Der kann ich auf jeden Fall sprechen. Sie ist die Königin, egal was die Bellatoren sagen. Die kleine Mutter wird ihr sicher nichts tun. Das wäre nicht recht. Oh, du hast mich erschreckt. Bist du eine der neuen Gehilfinnen? Gut, das ist gut. Ja, ich wurde geschickt, um zu helfen. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Die Königin ist da drin. Es kommt mir falsch vor. Ich glaube, ich kann das nicht. Aber ich, sag mir, was ich tun soll. Wirklich? Gut, das Messer der kleinen Mutter muss in Opferblut getaucht werden. Es liegt auf dem Tisch. Du musst es ihr bringen. Sehr wohl. Ich bereite das Messer vor und bringe es zur kleinen Mutter. Du bleibst hier. Das Messer wurde gut gearbeitet, aber es ist stumpf. Das schneidet sich ja nicht gut. Ich muss es ins Blut eintauchen. Anweisung für neue Gehilfen. Überaus ernsthafte Ermahnung an neue Gehilfen. Die Vorbereitung des Dolches muss makellos ausgeführt werden. Der Teufel sieht zu. Es darf kein Fehler gemacht werden. Frühere Gehilfen mussten für ihre Sorglosigkeit büßen. Daher ist größte Aufmerksamkeit geboten. Wer den Vorbereitungsraum betritt, wird Teil eines Sakraments. Legt größte Demut und Folgsamkeit an den Tag. Nehmt den Dolch und taucht die Klinge in das Blut des Opfers. Der Griff darf nicht mit Blut benetzt werden. Sobald die Klinge in Blut getaucht ist, darf sie nicht mehr berührt werden. Sie ist dann heilig. Betretet sodann voller Andacht die innere Kammer. Auf mein Zeichen hin wird mir der Dolch mit dem Griff vorangereicht. Eure Augen sind gen Boden gerichtet, sprecht kein Wort. Seht nicht hin, während ich aushole. Sobald der Dolch seinen Dienst geleistet hat, geht ihr wieder hinfort, ohne ein Geräusch von euch zu geben. Wer so verfährt, dem wird nichts geschehen. Der Teufel kann euch nicht berühren, kleine Mutter. Okay. Die Lieferanz scheint einen hohen Preis zu fordern. Vor allen Dingen in das des Opfers, ach so. Das Messer ist mit Blut bedeckt. Damit komme ich nah an die kleine Mutter heran, ohne die Königin zu gefährden. Bitte hier eigentlich. Wenn ich sie offen angreife, könnten sie die Königin töten. Ich muss mich ihr nähern, ohne Verdacht zu erregen. Bellatorenbrief Euphrasia. Sobald die Königin gesichert ist, musst du schnell handeln. Wir können nicht erwarten, dass ihre Entführung lange unentdeckt bleibt. Die Königin ist vor allen anderen der Schlüssel zur Erlösung des Frankenlands. Warte nicht auf die Zustimmung, versuche nicht mit ihr zu reden. Gott selbst hat sie in unsere Hände gegeben und wir müssen ihnen die Pflicht erfüllen, die vor uns liegt. Treib den Teufel vollständig aus ihr heraus. Wenn du unterbrochen wirst, bevor die Aufgabe erfüllt ist, muss sie durch deine Hand sterben. Wir können nicht zulassen, dass sie weiter unter den Einfluss des Teufels lebt und den König in seinem Sinne beeinflusst. Sei nicht besorgt über die Schwere deiner Aufgaben. Dies ist der Moment, für den du geschaffen wurdest und wegen dem Gott dich errettet hat.
Er hat dich mit einzigartigen Gaben ausgestattet. Nutze sie jetzt mit der absoluten Gewissheit, dass es sein Wille für das Frankenreich und für sein Reich ist. Soli Deo Gloria. Isidorus. Okay. Das ist nicht das Werk Gottes. Du kennst die Schriften, Euphrasia. Wo steht geschrieben, dass du so etwas tun sollst? Ich erhalte meine Anweisungen von Gott, wie du schon bald sehen wirst. Das ist die Königin. Sie wird von der kleinen Mutter festgehalten. Und das sind ihre besten Wachen. Ich sollte sie nicht frontal angreifen. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Bitte, hol mich hier raus! Die werden mich umbringen! Finde den Schlüssel zur Tür. Die Wachen haben den Schlüssel für die Zelle. Vielleicht lenkt es sie ab, wenn ich sie öffne. Königin höchst selbst! Wer hätte gedacht, dass wir sie so schnell bekommen? Wo ist meine Gehilfin? Ohne das Messer kann ich nicht anfangen! Hier was machen kann. Verschwinde von hier, ehe man uns entdeckt. Gott sei Dank, ich hatte schon aufgegeben. Ich wollte meine Frau verlassen. Jetzt will ich nur noch zurück zu ihr. Was war das? Was? Seht in der Zelle nach! Sie dürfen mich nicht sehen. Was war das für ein Lärm? Die Zelle ist offen! Merde! Ich hab den Schlüssel nicht mehr! Seht in der Zelle nach! Verdammt, ich bin hier falsch, oder? Findet den Gefangenen! Wir haben die Königin höchst selbst! Wer hätte gedacht, dass wir sie so schnell bekommen? Wo ist meine Gehilfin? Denn das Messer kann ich nicht anfangen! Geh doch runter, Mensch, du Eule! Wenn meine Gehilfin das Messer bringt, kann deine Deliverance beginnen. Wisse, Majestät, dass ich nur ein Werkzeug Gottes bin. Ist dein Messer auch ein Werkzeug Gottes? Jedenfalls fürchten die Teufel es. Wie sie unter seiner Berührung kreischen. Erkenne ich die Furcht des Teufels in deinen Augen? Du hältst Glauben für Furcht? Du bist verloren, Euphrasia. Das ist auch so eine berühmte Stimme. Aber dich will ich erretten. Weil du mir vertraut hast, spricht der Herr. Wir sehen ja alle gleich aus. Es tut mir leid, dass sie sterben musste. Sie war nicht immer so. Und sie war zu jung für so viel Bitterkeit. Deine Tat war unbarmherzig. Aber deine Ankunft Gottes Werk. Du gehörst zu den Nordmannen, nicht wahr? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Und ich bin nicht wegen irgendeines Gottes hier. Sondern weil dein Gatte, der König, mich schickte. Charles hat dich geschickt? Vergeuden wir keine Zeit. Wir müssen einen Weg hinausfinden, ehe wir entdeckt werden. Ich kenne einen. Folge mir. Ich habe mich noch nicht bei dir bedankt. Das war sehr tapfer von dir.
Das war nicht die Tapferkeit, die mich herführte, sondern eine Vereinbarung mit Charles, dich zurückzubringen. Mensch, wie oft willst du denn noch diese Ratten erwähnen? Ratten! Die Seuche führte sie her. Hier finden sie mehr als genug zu fressen. Mehr werden kommen, aber vorerst reicht das. Warte mal, warum ist denn das hier? Ist hier irgendwas? Ich find's lustig, aber diese da hängen bleiben irgendwo. Nicht. Hier geht es nicht weiter. Die Mauer gibt nach. Geht doch. Geht doch. Du warst heute ein Werkzeug Gottes. Zweifle nicht daran. Doch jetzt muss ich gehen. Ich habe noch etwas vor. Nicht dein Gott hat dich befreit, sondern ich. Und ich tat es nur, um dich zu deinem Gatten zu bringen. Genau da gehen wir jetzt hin. Du meinst, weil du es getan hast, ist das nicht Gottes Werk? Gott hat einst einen Esel benutzt. Er kann jeden benutzen. Selbst dich. Wie dem auch sei, ich bringe dich jetzt zu Charles. Aber Charles will nicht mich. Ich kann dir trauen, das weiß ich. Ich spüre, dass Gott etwas Seltsames durch dich erwirkt. Ich zeige dir, wonach Charles trachtet. Du könntest versuchen, mich zu täuschen. Ja, das könnte ich wohl. Doch ich tue es nicht. Erkennst du nicht auch bei all diesen seltsamen Dingen, dass Gott dahinter stecken muss? Ich erkenne nur, dass dein Gott es so einrichtet, dass du stets Recht behalten kannst. Ich mag dich, Eivor. Ich sehe, warum Gott dich erwählt hat und warum wir uns anfreunden sollten. Wir gehen gemeinsam. So, das Damenopfer. Folge Richardes nach Lisoio. Okay, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Die Stimme kommt mir auch so bekannt vor. Ich krieg hier bald einen Föhn. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu wissen, dass man die Stimmen kennt und es einfach nicht in dieses innere Auge will mir einfach nicht zeigen. Wer? Gut, Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und tüdelü.